Adi, heute ist es soweit. Das 24. Türchen. Oh mein Gott, heute hat jede einzelne Knusperflocke bestimmt eine Weihnachtsmütze auf. Oder es gibt was ganz Besonderes. Oder es gibt einfach dasselbe wie immer, aber doppelt. Ist das nicht genial? So, das heißt, heute kannst du ganz besonders viel fressen. Eigentlich ist das schon das dritte Tütchen. Adi ist nämlich schlau. Der macht immer zwei Türchen an einem Tag, weil er keine Zeit hat. Das heißt, er hat sowieso jeden Tag schon zwei gekriegt. Das ist diesmal also drei Tüten an einem Tag. Da hätte man die andere ja der Molly geben können. Aber jetzt habe ich es schon aufgemacht. Lass dir es schmecken. Bad Santa. Da bin ich aber enttäuscht. Komplett. Ho, ho, ho. Der gute Ramses hat gesagt, ich soll mal übernehmen, denn es ist ja das 24. Türchen. Willkommen zu einer neuen Folge auf seinem Kanal Ramses der Dicke, Adi und der Bier-Adventskalender von Kalea. Zuerst möchte er aber wieder Pupsis Türchen zeigen, beziehungsweise ich. Die hatte nämlich den Karls Adventskalender mit verschimmelten Kuchen, mit vertauschten Türchen zu einem Superpreis von 90 Euro. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, zumindest den Eierlikör mit Erdbeergeschmack aus dem ein Gläschen durfte er naschen. Das hat seine Freundin ihm versprochen. Jetzt haben wir hier das letzte Türchen, steht bereit. Karls wünscht dir eine frohe Weihnachtszeit. Nicht nur die, auch ich euch. Und hier ist nochmal drin der Erdbeertraum von Karls. Das müsste eine Marmelade sein, ein Erdbeerfruchtaufstrich. Ich glaube, ich habe das Pupsi, wie er es immer nennt, noch nie Marmelade essen sehen. Und ich sehe ja alles. Sind wir mal gespannt. Wenn nicht, kann man es ja verschenken an die bucklige Verwandtschaft und den Rest und so weiter. Jetzt ist mir aber was aufgefallen bei unserem Weihnachtsbier. Jedes Jahr im 24. ist ein Bad Santa Bier. Mal mit einer anderen Flasche, mal dick, mal dünn, mal lang, mal gar nichts. Immer ist es also irgendwie anders. Diesmal hat Landenburger Gipsy Brewing übernommen und ein Xmas Special Weizenbock kreiert. Was direkt aber auffällt, da ist gar keine Weihnachtsmütze drauf. Immer das 24. Bier, das Bad Santa, hatte eine kleine Weihnachtsmütze in der 24 auf der Flasche. Diese fehlt hier komplett. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Shania hat ja denselben Kalender. Da sehen wir dann, ob da eine Mütze drauf war. So wie hier, das muss die Mütze sein. Ansonsten guckt euch die anderen an, dann wisst ihr Bescheid. Das Etikett ist das gleiche wie jedes Jahr. Es sieht aus wie eine Flasche Glühwein. Es sieht schon nett aus. Ja, der Bad Santa Weizenbock mit 8% Alkohol. Der liegt hier abgestürzt mit seinem Schlitten. Hier ist das Rentier über das Feuer gespannt und wird gerade für den Verzehr vorbereitet. Was geben wir dem Ganzen, weil es so weihnachtlich ist, weil das eigentlich passt? 4 Punkte, eigentlich 5, aber weil die Mütze fehlt, keine 5, sondern nur 4. Also das würde wahrscheinlich jeder, wenn er es nicht kennt, einmal kaufen, schon alleine wegen diesem Etikett. Machen wir es mal auf. Der Deckel ist halt langweilig, deswegen wird er ja immer zugemacht. So, das sieht man ja, ich habe Ramses seinen Pullover noch an. Machen mal den Deckel auf. Das Bier schenken wir ein. Man hätte mal vorlesen müssen. Bad Santa Weizenbock. Wenn der Bad Santa auf seiner jährlichen Brauereitour unterwegs ist, ist er immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Brauereien. In Neula bei der Brauerei Ladenburger konnte er dem verlockenden Duft von frisch gebrautem Weißbier nicht widerstehen. Mit der Unterstützung des talentierten Brauteams von Ladenburger kreierte er einen bemerkenswerten Weizenbock, der jetzt in dieser Flasche auf dich wartet. Oder in dem Fall auf mich. Schenkt den mal ein. So.
jetzt wieder hier aufs Bier gucken. Du, 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 du. Das ist auf jeden Fall nicht klar, die Kloßbrühe. Das ist ein wenig trüb. Wir bilden ein kleines Schaumkrönchen, aber wir bewerten ja zuerst die Farbe. Es ist sehr hell, es ist sehr trüb. 3 Punkte ist das nicht. Es ist mir zu hell, deswegen nur 2. Es ist mir aber auch zu trüb, deswegen nur 1. So, wenn ihr das mal vergleichen könnt, so sieht das jetzt aus. Es sieht für mich nicht köstlich aus. Ich bevorzuge andere Bierfarben. Stellen es wieder ab. So, guckt's mal doch hin. Wir riechen mal an diesem Bier. Riecht wie Weizen. Das ist ein typischer Geruch. Aber kriegt von mir trotzdem nur 3 Punkte. Weil das andere Weizen, was wir letztens hatten, das war irgendwie griffiger. Das hat mehr gefruchtet. Das ist jetzt, weil das Bock ist ja auch ein bisschen stärker auch. Das merkst du auch im Geruch. Der Geruch ist nicht dieser klar fruchtige. Es ist ein stärkerer und dadurch säuerlicherer Geruch. Von mir also 3 Punkte. Kommen wir noch zum Geschmack und probieren mal einen kleinen Schmatz. Es schmeckt nach Weizen. Es ist an sich mild. Ich würde nicht schmecken, dass es ein Bock ist. Es riecht stärker, als es schmeckt. Es hat eigentlich einen angenehmen Weizengeschmack. Ich habe immer diese Bananenkomponente da, weil das Bananenweizen und normales Weizen gibt sich bei mir nicht viel. Man kann es eigentlich gut trinken. Wir probieren mal nur ein. Das ist okay, das ist mild, das geht gut die Kehle runter. Man kann es auch am Stück gut trinken, aber irgendwie ist es halt ein normales Weizen für mich. Dadurch nur 4 Punkte. Weizenbock habe ich mir jetzt wirklich viel mehr Kraft vorgestellt im Geschmack. Da hätte es nochmal 5 gehabt. Ein richtig starkes, kräftiges Weizen. So wirkt es wie ein ganz normales Weizen, was gut schmeckt, aber dadurch nur 4 Punkte bekommen. Ich hoffe, das ist für alle nachvollziehbar. So, wir werden den Rest jetzt noch hier trinken. Wünschen euch ein frohes Fest, ein super Heiligabend, schöne Weihnachtsfeiertage. Und ja, könnt ihr mal reinschreiben, was ihr für einen Adventskalender dieses Jahr hattet, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, den internationalen, den braucht der Ramses nicht mehr. Der wird sich nächstes Jahr sicherlich auf Dosen spezialisieren. Da sind einfach 0,5 Liter drin statt 0,33. Da ist 6 Euro Pfand mit dabei statt 1 Euro. Das meiste du kannst du nicht mal abgeben. Das ist auch das Problem. Und Dosen hat er noch nie gehabt, ist auch am günstigsten vom Einkaufspreis her, obwohl der hier ja gesponsert war. Dankeschön nochmal an C für das Sponsoren des Adventskalenders. Vielleicht ist es ja Dosen, wenn du wieder möchtest. Das war's jetzt von seiner Seite aus. Ihr seht euch beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer stellvertretender Ramses. Chico.